Ja. Jetzt haben wir es geschafft. Hallo, liebe Ulrike, schön. Ja. Wie Ich geht's freue mich, dir? Ich freue mich auch. dass du Zeit hast und mit uns redest über dieses wichtige Thema, das uns bei Ja. GZ ja gerade beschäftigt, Cybergrooming. Wir haben diese Geschichte um Johanna, Ja. also meine Filmtochter. Und das ist etwas, was uns beim Dreh schon sehr beschäftigt hat. Und wir merken einfach, wie viele Menschen das auch beschäftigt und wie wichtig das ist, darüber zu sprechen. Weil es gibt viele Fragen dazu. Also die Ja. Geschichte bei GZSZ ist ja so, dass Johanna sehr aktiv ist in den sozialen Medien, für sich so entdeckt hat, Tanzvideos zu machen und dann sich sehr über die Aufmerksamkeit auch freut, die sie da bekommt. Und da ist eben ein junger Mann, der sie ganz besonders interessiert. Und sie verliebt sich in diesen jungen Mann, der ein bisschen älter ist als sie. Und die treffen sich dann sogar auch. Und ihr habt ja vielleicht auch die Folgen gesehen. Sie lässt sich dann dazu überreden, ein Oben-ohne-Foto für ihn zu machen. Und das ist ja offenbar heutzutage auch wirklich was, was üblich ist, was viele machen, so als Vertrauensbeweis oder als Liebesbeweis. Auf jeden Fall, sie macht das. Johanna schickt ihm das Bild und dann stellt sich heraus, dass er gar nicht der nette Typ ist, für den er sich ausgegeben hat. Und er erpresst sie mit diesem Foto. Er sagt, ich veröffentliche das, wenn du mir nicht noch mehr Fotos schickst. Und sie ist völlig verzweifelt, sie weiß sich nicht zu helfen. Und zum Glück kommt Sunny dazu, als sie wieder dabei ist, so ein Foto zu machen und entdeckt das und sagt es dann Katrin. Katrin sagt es Joe. Die Eltern erfahren es. Und das war eben heute in der Folge ganz zentral das Thema, dass beide, die Mutter und der Vater, also Katrin und Jorgana, wirklich verzweifelt sind und so geschockt, dass sie das nicht mitbekommen haben, dass sie ihr Kind da nicht davor bewahren konnten. Und deswegen die große Frage, was können wir tun? Also die Fragen, die sich jetzt Katrin und Joe stellen, die beschäftigen uns auch. Und da kannst du uns auch helfen, Leonie. Weil du begleitest, also mit Kindern digital begleiten, bist du genau die Richtige, die sich damit so beschäftigt. Ja, also es war eine sehr, sehr emotionale Folge, muss ich dazu sagen. Also mich hat das auch sehr mitgenommen. Es ist nochmal so ein bisschen berührender, wenn man das auch dann nochmal so sieht, ne? Weil man auch einfach sich vorstellen muss, Kinder, die betroffen sind, haben natürlich auch eine unglaubliche Scham. Deshalb wird es auch erstmal für sich behalten. Deshalb wenden sie sich auch erstmal gar nicht an Erwachsene, ne? Weil man auch gar nicht weiß, was droht dann, ne? Also ich sage jetzt mal so, für jeden Jugendlichen ist das Smartphone das Kommunikationsmittel überhaupt. Sie wollen ja nicht riskieren, dass die Eltern das wegnehmen. Und ja, Eltern warnen immer davor, beim Spielplatz zum Beispiel, dass man sagt, geh nie mit einem Fremden mit oder so. Aber im Internet passiert ja genau das. Und deswegen schämen sich natürlich betroffene Kinder wahnsinnig und brauchen dann in so einer Situation speziellen Schutz auch durch die Eltern, dass man eben auch sagt, Mensch, hey, dich trägt keine Schuld. Ja, also man muss wissen, dass Cybergroomer sind massiv manipulativ. Die machen das auch nicht nur mit einem Kind. Die haben im Zweifel viele verschiedene Opfer und sind leider Gottes Profis in dem, was sie tun. Und das machen sie auch mehrmals täglich. Und ein Kind, egal wie alt es ist, kann das überhaupt nicht durchschauen. Gerade nicht, auch wenn es über so eine Flirtebene wie jetzt hier auch läuft, ne? Also da geben sich ja auch wesentlich Ältere aus und sagen, ich bin schon 20 schlimm. Und dann fühlt sich ein 15-jähriges Mädchen natürlich geschmeichelt. Also solche Dinge passieren ja tatsächlich. Was mir wichtig ist an der Stelle zu sagen, ist, dass es auch Jungen, also dass auch Jungen davon betroffen sind. Ja, also gerade zum Beispiel in Online-Games, und da finde ich es fast noch etwas
ja, gefährlicher, weil zum Beispiel, wenn die zusammen spielen, dann entsteht so eine Nähe und dann spielt man im Zweifel mit einem Täter mehrere Wochen oder Monate und der fühlt sich dann nicht mehr fremd an, weil man trifft sich ja jeden Tag, um irgendwie zu zocken, ne? Und diese Nähe, die dann da entsteht, die ja verleitet dann natürlich Kinder dazu zu sagen, ja, aber ich kenne den ja, der ist ja nicht fremd. Und da muss man eben Kinder sehr, sehr gut aufklären und ja, aber in dem Fall jetzt, wie es jetzt heute auch in der Folge ja zu sehen war, ist es sozusagen ja schon passiert, ja. Genau, also was wäre jetzt für dich, Leonie, wo würdest du sagen, das rate ich jemandem, der das mitbekommt? Mein Kind ist ein Opfer von Cybergrooming, also dem ist das passiert. Was kann eine Mutter, ein Vater, was können Eltern da tun? Also das Wichtigste ist, wie gesagt, erstmal das Kind trösten und dem Kind auch klar machen, dass es keine Schuld trägt. Und dann auf jeden Fall sofort zur Polizei zu gehen. Die Polizei braucht ein paar wichtige Informationen, zum Beispiel auch Screenshots, also falls es eine Konversation gegeben hat mit dem Täter in Form von Chats, falls es Bilderaustausch gegeben hat. Diese Screenshots sollte man aber wirklich nur auf dem Gerät machen und speichern, auf dem es auch stattgefunden hat, also nicht irgendwie weiterleiten oder so. Dann braucht die Polizei Informationen. Darf ich da nochmal nachfragen? Also Ja. muss es auf dem Handy bleiben? Ja, also es ist, also zum Beispiel, wenn bei der Tat kinderpornografisches Material entstanden wäre und dein Kind es an dich weiterleitet und du zum Beispiel an deinen Mann, dann seid ihr alle drei im Besitz von Kinderpornografie. Ja, deshalb ist es eben, oder Jugendpornografie, das kommt eben, wenn die Kinder über 14 sind, ist es jugendpornografisches Material, wenn sie unter 14 sind, kinderpornografisches Material. Und dazu gehören solche Fotos eben dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Dinge dort speichert, wo es stattgefunden hat und der Polizei eben auch nennt, ja, in welcher App hat es stattgefunden, wie war der Nickname des Täters, wie der Nickname des Kindes, zu welchen Uhrzeiten das konkret notieren, damit die mit dem Anbieter das abgleichen können, ne? Und so viel Uhr, der und der Nutzer und so weiter. Und dieses Paket, sag ich mal, muss man dann zur Polizei geben vor Ort. Oder aber man sagt, nee, ich mache das lieber online, das ist auch möglich. Das Bundeskriminalamt hat zum Beispiel unter bka.de eine Übersicht über alle Online-Wachen der Länder in Deutschland. Und dann kann man das auch online machen. Ich würde es aber tatsächlich eher auf der Wache dann zur Anzeige bringen. Ja, und dann wäre der Schritt, dass man sich nochmal Hilfe holt, zum Beispiel auch für das Kind. Eltern können sich auch bei der Nummer gegen Kummer, die haben ein Elterntelefon, können die sie informieren beim Weißen Ring oder. Ja, die Kinder brauchen vielleicht auch Hilfe. Und wenn jetzt hier Jugendliche zugucken, die sagen, Mensch, mir ist das auch passiert und ich kann gerade mit niemandem drüber reden, gibt es auch bei Instagram hier krisenchat.de. Ich kann das nochmal eben reintippen. Da finden Jugendliche auch rund um die Uhr Hilfe. Krisenchat.de. Ja. Und ich denke, auch Freunde, Freundinnen können ja helfen und ein offenes Ohr haben. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht so ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat oder zu seiner Mutter, zum Vater, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, ne? Dass man sich Ja, super Idee. Ja, super Idee. Ja, genau. Also theoretisch kann sich natürlich auch ein Onkel, eine Tante, eine Freundin, eine Lehrerin, ja, die irgendwie das mitbekommt, dass da irgendwie was im Argen ist. Also da gibt es Hilfsmöglichkeiten, kostenlose, teilweise sogar rund um die Uhr, wie jetzt bei Krisenchat. Viele aber auch bis abend in die Abendstunden, 22 Uhr, zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Also das sind dann so die ersten Schritte, die ich tun würde, wenn mein Kind von Cybergrooming betroffen ist. Ja. Am besten ist natürlich, wenn es gar nicht so weit kommt. Was können wir tun, damit es nicht so weit kommt, damit man solche Fotos erst gar nicht losschickt? Also da gibt es zwei Theorien, die immer umhergehen. Die eine ist, das kann man alles technisch lösen, das stimmt nicht zu hundertprozentig. Und die zweite ist, mit Kontrolle wird es besser. Also die Technik löst es nicht und die Kontrolle, muss ich auch sagen, wir versuchen ja von Geburt an mit unseren Kindern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das darf man ja eigentlich nicht durch ein Smartphone zerstören. Und in dem Moment, wo dann das Smartphone kommt, wird plötzlich kontrolliert und gelesen, aus Angst natürlich. Und das kann ich total verstehen.
Aber das bringt nichts, weil wenn Eltern kontrollieren, bekommen das die Kinder mit. Und was machen die Kinder? Logischerweise, sie wollen ja autark sein, sie wollen ihre Privatsphäre, sie verschließen sich dann eher und würden dann unter Umständen, wenn wirklich mal was ist, vielleicht gar nicht auf die Eltern zugehen, weil diese Kontrolle so einen Druck auf sie ausübt, dass sie dann sagen, Tatsächlich passiert ist. Also ja. in unserer Geschichte ist es ja so. Also Ja. Gerner ist da sehr, sehr, also er kontrolliert Johanna total und möchte sie kontrollieren und sie wehrt sich dagegen. Und dann ist eben da schon so ein, dann traut sie sich schon gar nicht mehr, sich an ihn zu Ja. wenden. Also da hat Katrin so ein bisschen einen besseren Zugang, also meine Rolle, weil sie von Anfang an etwas verständiger auch war und gesagt hat, ich vertraue Johanna, die muss auch ihre eigenen Erfahrungen machen, aber auch das war offensichtlich nicht ganz der richtige Weg. Ja, und das ist super, das, weil genau so passiert es eben auch. Und dann verschließen sich die Kinder und sagen, ah nee, ich sag den Eltern lieber nicht Bescheid, weil dann droht mir ja, oh Gott, die Höchststrafe, nämlich, dass ich mein Handy abgeben muss. Das heißt eigentlich, im Prinzip muss man, sobald das Kind ein eigenes Smartphone hat, gewisse Dinge machen. Also natürlich immer ein gesundes Misstrauen lernen, dass man Kindern erklärt, auch wenn sich eine Person als gleichaltrig ausgibt und auch in deinem Geschlecht zum Beispiel, es kann auch eine andere Person dahinter stecken, auch wenn eine Person dir Fotos schickt. Es muss nicht die Person sein, die du auf diesen Fotos siehst. Also, wie man Kinder quasi auf dem Spielplatz sensibilisiert, dieses geh nicht mit einem Fremden mit, dass man das ins Netz auch überträgt. Und auch wenn Kinder tatsächlich so weit sind, dass sie ein eigenes Smartphone haben dürfen, dann dürfen sie auch aushalten oder müssen sie auch aushalten, dass man mit ihnen über die Gefahren spricht und auch eben das erklärt. Also letztendlich geht es eigentlich darum, dass man gut im Gespräch ist, oder? Also das ist ja sowieso schwierig bei allen möglichen Themen zwischen Eltern und Kindern. Die versuchen irgendwie beste Freunde, Freundinnen zu werden. Ich glaube, das ist auch nicht so der richtige Weg. Also Eltern sollten vielleicht auch immer noch Eltern sein, um eben auch wirklich zu helfen, so den Weg durch die Kindheit und Jugend zu gehen. Sie wissen auch nicht alles, ne? Also ich glaube, auch für Eltern ist es so, dass man zugeben muss, mit manchem bin ich überfordert und da gibt es Themen, da kenne ich mich auch nicht aus. Und das ist vielleicht auch so ein Ansatz, wo man sagt, ja, okay, komm, da müssen wir jetzt beide, also Eltern und Kinder, gucken gemeinsam, wie geht man sowas um. Und Ja, dadurch total. auch gemeinsam dem annähern. Nicht, dass die Eltern sagen, das macht man so, sondern oftmals wissen ja Eltern gar nicht so viel, auch über alle Möglichkeiten, die es da Social Media mäßig gibt. Die Kinder wissen viel besser Bescheid oder die Jugendlichen. Also es sind ja wirklich, das betrifft ja auch wirklich viele Jugendliche. Das ist ja gerade so in der Pubertät auch ein Thema. Ist das Thema auch ein bisschen oder die Frage das Selbstbewusstsein? Also ich habe immer das Gefühl, ganz viele Jugendliche, wenn man mit denen spricht, was willst du mal werden? Ganz viele sagen, ich will berühmt werden, ich will ein Star werden. Also sozusagen die Bestätigung wird gesucht und die wird eben auch gesucht durch solche Posts und Fotos. Und wenn dann jemand schreibt, oh, siehst du toll aus, dann fühlt man sich bestätigt. Aber ich glaube, so ein gesundes Selbstbewusstsein dann auch mal zu sagen, wenn jemand schreibt, oh, das sieht ja blöde aus, dass man dann sagt, nee, ich finde es gut. Oder umgekehrt. Ich mache da nicht mit bei den ganzen, bei den Schönheitsidealen oder ich nehme eben keinen Filter, sondern so ist es, so sehe ich aus und ich stehe dazu. Also dass es mehr um den Inhalt geht und vielleicht nicht nur so ums Äußere, das ist sicherlich auch ganz wichtig. Also ich denke immer so, ja, das Selbstbewusstsein, dass man seine eigene Meinung vertreten kann. Ja, es ist im Prinzip ja so, wie du auch sagst, es ist so ein Gesamtpaket aus vielen verschiedenen Bausteinen. Auch ne, Thema, Eltern wissen gar nicht, wo genau sich ihre Kinder bewegen. Also wir sind jetzt hier bei Instagram und wir kennen das, aber wir kennen uns vielleicht nicht so detailliert aus in Snapchat und weniger detailliert in TikTok und Telonym zum Beispiel kennen wir vielleicht dann schon mal gar nicht. Und das sind Plattformen, auf denen sich Kinder und Jugendliche bewegen. Das heißt, das Wichtige ist immer so,
dass man Regeln aufstellt. Ne? Du hast es eben so schön beschrieben, dass man ja eigentlich irgendwie Best Friend sein will mit so einem Teenager, ne? Um möglichst heile durch diese Phase zu kommen. Aber das funktioniert nicht. Es braucht Regeln. Und die braucht es auch im digitalen Raum. Und dann kann man auch sagen, okay, Kind, du darfst die und die App nutzen, aber und wir vereinbaren Regeln. Wir vereinbaren Regeln, was du posten darfst. Wir vereinbaren Regeln, ja, dass dein Standort nicht aktiviert ist. Wir vereinbaren Regeln, was den Nutzernamen angeht. Das ist zum Beispiel auch eine Sache. Wenn jetzt mein Kind mit Vor- und Nachnamen und vielleicht noch Alter und der Stadt, also zum Beispiel Tobias 11 Berlin, dann kann ich ja ablesen, er heißt Tobias, er ist 11 Jahre alt und er kommt aus Berlin. Wenn mein Kind jetzt aber einen Nutzernamen hat, der XYZ342 heißt, dann weiß ich ja gar nichts als potenzieller Täter. Also es sind manchmal so Kleinigkeiten, die man auch machen kann. Und wichtig finde ich schon auch, dass man mit dem Kind dann die Apps einstellt. Also wenn das Kind jetzt sagt, ich möchte Instagram nutzen, ich bin 13 Jahre alt, dass man mit dem Kind in die App reingeht, einen privaten Account macht, dass man Privatsphäre-Einstellungen überarbeitet. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Auch bei TikTok mittlerweile, da gibt es zum Beispiel einen Elternmodus, den Begleitenden. Es gibt sehr viele Kniffe, die man anwenden kann. Wichtig ist aber trotzdem immer natürlich der Dialog. Ne? Das meinte ich eingangs mit Technik alleine schützt nicht so, ne? Weil wir gar nicht, oftmals gar nicht wissen, wo genau bewegen sich unsere Kinder. Und man muss auch nicht kontrollieren. Man kann auch sagen, zeig mir doch mal, welche Apps du jetzt drauf hast. Oder man macht die Familienfreigabe, muss dann auch jede App zum Beispiel bestätigen und dann einfach vieles gemeinsam mit dem Ding, mit dem Kind machen im Digitalen. Ne? Das ist total wichtig. Also ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man sich wirklich für das Kind interessiert oder in die Jugendliche. Also was bewegt die? Was findet die toll? Und manchmal ist es ja wirklich so, dass dann Eltern auch sagen, oh nee, was weiß ich, Manga oder Anime, keine Ahnung, mach du mal. Aber dann nimmt man vielleicht sein Kind auch gar nicht so ernst. Also ich glaube, viele wollen ernst genommen werden mit dem, was sie beschäftigt, was sie toll finden. Und wenn das dann kein Echo bekommt, also wenn sich da niemand dafür interessiert, dann ist das auch total blöde. Und dann suchen sie das auch woanders. Das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade zum Beispiel beim Thema Spielen, ja. Also die Jungs, die alle Fortnite zocken. Wenn du da als Mutter oder Vater sagst, darf ich mal mitspielen, dann verdrehen die Augen. Aber wenn du es wirklich tust und die können dir ihre Welt erklären und oder auch bei Minecraft, was ja auch so ein Lego-Prinzip ist und im Prinzip auch ein tolles Spiel, wo Kinder eben auch Learnings haben. Da ist man immer so, oh Gott, ich kenne mich nicht aus und ach, mach du lieber mal und hat dann aber irgendwie Angst, weil man nicht so richtig weiß, was passiert da, wird da geballert oder chatten die da mit Fremden. Aber wenn man es einfach mal mitspielt und sich dann auch vom Kind die Welt erklären lässt, ist es für Kinder auch total toll, weil wie du sagst, in dem Moment interessiert man sich ja dafür. Und darum geht es auch. Also wenn mein Kind Fußball spielt, dann stelle ich mich ja auch sonntags an den Rand vom Fußballplatz. Und so Genau. muss man es digital auch machen. Ja, und ich glaube auch überhaupt digital, also dass man auch sich ein bisschen überlegt, was würde ich denn jemandem sagen, wenn er mir gegenübersteht? Oder was würde ich da tun? Würde ich das auch machen? Ich würde mich ja nicht oben ohne zeigen. Ja, also das ist wirklich so was, wo man vielleicht auch manchmal kurz sich fragen kann, würde ich das demjenigen, derjenigen so sagen oder würde ich das so tun, um das so ein bisschen abzugleichen. Vielleicht gibt es ja auch Fragen. Also ich freue mich, dass viele hier uns begleiten und zuhören, aber vielleicht habt ihr ja auch Fragen und die könnt ihr natürlich super gerne stellen. Also entweder zur Serie, zu der Geschichte in der Serie oder zu dem Thema. Und Leonie ist ja heute auch unsere Fachfrau und kann da sicherlich auch viel dazu sagen. Ich weiß gar nicht, kannst du das sehen, Leonie? Ich habe gerade einen Kommentar. Ich lese ihn mal vor. Meine Jungs spielen auch Fortnite und auch ich spiele mit denen öfters mal und die finden es toll, wenn ich mit denen spiele. Erst wurde ich doof angeschaut, als ich sagte, ich spiele mit. Ja, genau, das ist das Phänomen. Erst denkt man so, oh Gott, jetzt will auch noch die Mutter mitspielen. Aber wenn man dann erstmal die Welt zeigen darf, dann finden Kinder das einfach toll, ja, weil es eben auch zeigt, hey, ich interessiere mich für deine Welt, ne?
Gucken wir mal noch weiter. Ab wann sollte man einem Kind ein Handy geben? Das würde ich nicht an einem be bestimmten Alter festmachen, weil manche Kinder schon mit 10, 11 ist es vielleicht wichtiger, weil sie einen neuen Schulweg haben, weil sie mit Bus und Bahn unterwegs sind und Kindern dann so ein Gerät Sicherheit gibt. Aber per se kann man sagen, Kinder sind dann für ein Handy bereit, wenn die Eltern es sind. Heißt, wenn die Eltern ihr Kind dabei begleiten können, weil sie sich auskennen und den Kindern die wichtigsten Sachen erklären können, dann sind auch die Kinder bereit, ja. Also meine Tochter hat es mit 12 bekommen. Und das ist sowieso nochmal so ein Stichwort. Ich glaube, wir benutzen das alles. Also wir benutzen Handys, die ganzen Apps und Social-Media-Accounts und Plattformen, aber können wir sie auch wirklich benutzen? Also, oder benutzen die uns? Und werden wir dann benutzt, weil wir eben da auch nicht wirklich wissen, wie man sich da am besten verhält? Also weil oft rutscht man meldet sich an, macht einfach sofort mit, ohne groß drüber nachzudenken oder groß zu gucken, was macht diese Plattform eigentlich ganz genau, was passiert da. Auch, ich finde ja zum Beispiel auch die Rechte an den Fotos, das ist ja auch so eine Sache. Also bei welcher Plattform, wenn ich dann Foto poste, gebe ich dadurch auch alle Rechte an dem Foto ab? Das gibt es ja auch. Was kannst du darüber noch sagen? Also bei Instagram ist es ja tatsächlich so, dass wenn ich da ein Foto hochlade, erlaube ich Instagram, dass es mein Foto nutzt. Und es gab vor 1,5 Jahren sogar bei TikTok den Fall, dass die Plattform Werbeanzeigen geschaltet hat mit Content von Usern. Die wurden dafür aber, also die wurden erstmals nicht gefragt und B auch nicht vergütet dafür. Das war aber alles auch noch total rechtens, weil eben sobald du die Plattform betrittst und da Videos hochlädst, bekommt eben TikTok in dem Fall die Nutzungsrechte und kann dein Content monetarisieren. Wie das letztlich ausgegangen ist, ich glaube ja, in Deutschland hat man da ja im Nachhinein dann noch mal sehr gute Chancen. Wir haben ja immer noch ein Persönlichkeitsrecht, wir haben das Urheberrecht und so weiter, ne? Das kann man nicht einfach so aushebeln, auch TikTok nicht. Möglicherweise haben die sich im Nachgang geeinigt, aber man muss tatsächlich sehr vorsichtig sein und bei Kindern eben auch noch mal, welche Art der Fotos zeige ich. Es ist gerade jetzt dadurch, dass gerade auch Teenager-Kinder haben ja viele Influencer dann als Vorbilder, die sich sehr sexy zeigen, wie du auch eben sagtest, nur mit Filter. Wo man dann einfach dazu animiert wird, vielleicht es selber zu machen als Kind oder als Jugendlicher, weil es eben mehr Likes gibt, wenn man ein bisschen Haut zeigt. Und da muss man wirklich ganz klar Grenzen ziehen und mit dem Kind besprechen, dass das gefährlich ist. Und dass vielleicht lieber Momentaufnahmen von anderen Dingen gezeigt werden, als jetzt irgendwie ein sexy Bild oder ein sexy anmutendes Bild. Ja, also sehr umsichtig sein mit dem, was man von sich preisgibt. Aber das bezieht sich auf alles, auf die Stadt, auf den Namen, auf die Fotos, also aufs Bild. Einfach vorsichtig sein mit Daten generell. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, auch wenn man Fotos postet und das zieht jemanden an, der das missbraucht, dann ist man immer noch nicht selber schuld. Also, Richtig, ich finde auch, nur wenn ich einen kurzen Rock anziehe und mich jemand belästigt, dann ist immer noch der schuld, dass es er das ist getan hat. Ich habe das nicht genau. hervorgerufen. Also, das ist keine Begründung zu sagen, ja, du wolltest ja irgendwie, dass der einen Nein, Kommentar. nein, nein. Nee, Nee, also nee, nee. man vielleicht solche Fotos postet, ist das immer noch total falsch. Aber natürlich, wenn man noch jung ist, sollte man da natürlich noch ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. Aber ich muss sagen, ich wundere mich auch manchmal, was ältere Frauen und Männer teilweise posten. Man muss sich ja immer fragen, ist das die richtige Plattform dafür? Und kann ich, ja, was kann ich denn da auch machen und was ist da am richtigen Ort? Also ist das Thema, ist das Foto dort auch richtig platziert?
Ja, das eine ist natürlich die Erwachsenen. Weißt du, wir haben ja noch mal eine andere Sicht auf die Dinge und können dann vielleicht auch mit negativen Kommentaren oder eben ausbleibenden Likes klarkommen. Aber Kinder und Jugendliche überschauen das ja noch nicht. Deswegen glaube ich auch, es ist so wichtig, dass man egal welche Plattform oder egal welches Online-Spiel sie nutzen, dass man das mit ihnen gemeinsam einrichtet, um eben so die Privatsphäre-Einstellungen, die es gibt, auch zu nutzen, ne? Und weil es geht ja wirklich um, ja, das so kann man das Kindern auch gut erklären. Es geht darum, dass sie bestmöglich geschützt sind in einem Raum, wo wir quasi nur mit Fremden unterwegs sind. Und verbieten sehe ich halt, ist zum Beispiel gar keine Option, ja. Das grenzt Kinder aus, Verbot, ja, geht immer nach hinten los in allen Lebensbereichen, vor allem bei Jugendlichen, ja. Also mit Verbot kommen wir nicht weiter. Ja, also ich glaube, dass es eben auch ganz wichtig ist, im Gespräch zu sein. Was ist denn, wenn einem das nicht gelingt? Also wenn, ich glaube, eine Frage war auch, wenn mein Kind mir das verheimlicht, also mir keinen Zugang gibt und wirklich das auch schafft, sozusagen hinter meinem Rücken diese Accounts einzurichten. Was gibt es da für Möglichkeiten? Sehr wenige. Also wenn man nicht im Dialog ist mit dem Kind, ist es sehr schwierig. Also es ist vor allen Dingen auch teilweise so, dass Kinder mittlerweile einen Instagram-Account haben, den die Eltern kennen und sich aber dann noch einen zweiten Account anlegen, den die Freunde kennen. Wenn die Kinder mit einem Klarnamen da arbeiten, also sich mit Vor- und Nachname da anmelden, kann man das relativ schnell checken bei allen Apps oder auch, es gibt so eine Website, die heißt namecheck.com, da gebe ich dann den Namen ein und dann spuckt die mir aus, wo hat die Person, auf welcher Plattform hat die ein Konto. Auch ein bisschen gruselig. Deswegen sollte man sowieso bei Kindern mit Klarnamen vorsichtig sein. Weil natürlich auch ein Cybergroomer, um das jetzt mal umzudrehen, kann natürlich sagen, ah, okay, der heißt Tobias Elf Berlin bei Instagram, dann gucke ich mal, wo Tobias Elf Berlin noch ist. Und dann kann er auf dieser Website eben, das würde ihm dann alles ausspucken, Snapchat, Reddit, wie auch immer. Ne? Also wenn das Kind das heimlich tut, wird man wenig, wenig tun können. Also von Anfang an ist ja überhaupt im Zusammenleben ganz, ganz wichtig, dass man im Gespräch ist. Aber auch eben gerade, wenn es um sowas geht, ist es noch wichtiger, damit ein Kind immer zu einem kommen kann. Also ich glaube, das ist ja auch was, das betrifft nicht nur solche Dinge, also wenn Cybergrooming oder sowas stattfindet, sondern überhaupt. Also dass man seinem Kind das Gefühl gibt, egal was ist, du kannst immer zu mir kommen. Ich bestrafe dich da nicht. Genau. Natürlich bin ich vielleicht traurig darüber oder tut es mir leid, aber ich bin immer da, um dir zu helfen. Also da ist vielleicht auch noch mehr Luft nach oben, dass man da als Familie auch nochmal überlegt, wie kann man das noch verbessern? Und da dann natürlich auch, macht man mehr als Familie? Also guckt man, dass man immer zusammen Abend isst oder dass man Spiele macht oder keine Ahnung, was unternimmt? Also solche Dinge, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit überhaupt so eine Basis da ist, damit man sich dann traut und dass es eben nicht immer nur darum geht, dass man alles richtig macht. Also ja, auch wenn man schlechte Noten hat in der Schule oder so. Das hat ja oftmals auch ganz andere Gründe. Nicht, weil man nicht möchte oder weil man nicht genug lernt, sondern weil man es irgendwie nicht hinkriegt und Hilfe braucht oder sich mit anderen Dingen rumschlägt und da irgendwie Probleme hat. Also dass das eben nicht so eine, ich muss alles richtig machen, ich muss gut in der Schule sein und solche Dinge. Wie ist denn das? Also viele Eltern posten ja Fotos mit ihren Kindern von ihren Kindern. Und das ist ja auch so ein Thema, wo man eigentlich auch schon sagen kann, sollte man auch schon nicht tun. Also so schön das auch ist und so süß die Fotos ja auch manchmal sind, aber gerade jetzt Urlaubszeit, also jetzt ist es fast vorbei, aber ja, wenn man am Strand ist, Badeanzug, Badehose, vielleicht dann doch auch eher nicht posten. Also man muss sagen, tatsächlich kann jedes Foto, das von einem Kind gepostet wird,
von Tätern missbraucht werden, runtergeladen werden, auf anderen Plattformen wieder hochgeladen werden. Natürlich ist jedes Foto eine Gefahr und man muss natürlich auch überlegen, inwieweit möchte ich, dass mein Kind einen digitalen Fußabdruck hat, bevor es selber in der Lage ist, darüber selbst zu entscheiden. Das sind zwei Aspekte. Auf der anderen Seite, ich befasse mich ganz viel mit dem Thema Kinderfotos im Netz. Ich habe zum Beispiel auch mit Familien gesprochen, die haben behinderte Kinder und die sagen eben, für uns ist es total wichtig, dass wir auch zeigen, auch gerade bei Instagram, dass das Leben unserer Kinder ist lebenswert. Und sie sind also in unsere Familie integriert und dass man diesen Inklusionscharakter noch mehr herausarbeitet. Und das finde ich total gut. Also das kann ich auch sehr gut verstehen. Oder auch, wenn es darum geht, ich zum Beispiel spende auch immer an ein Kinderdorf in Kambodscha und ich war da auch mal vor Ort. Und da habe ich auch die Kinder gezeigt, weil wenn du nicht siehst, dass du, was da passiert, kannst du auch sozusagen die Leute nicht emotionalisieren, zu sagen, guck mal, wie es hier wirklich aussieht. Die Menschen hier brauchen Hilfe. Also es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Letztlich, glaube ich, müssen Familien es für sich selber entscheiden und ja, so umsichtig, wie es nur geht, damit umgehen. Weniger ist mehr, also weniger Fotos ist besser. Und keine Fotos natürlich in Badehose, Bikini, sonst was am Strand. Aber auch Texte unter Fotos können natürlich viel zu privat sein. Also weiß nicht, wenn mein Kind in die Windel gemacht hat oder solche Sachen, das passiert ja auch alles. Also ich persönlich habe auch einen Familienblog zum Beispiel und habe am Anfang auch meine Kinder gezeigt und habe mir da gar nichts bei gedacht. Das ist 6 Jahre her. Und mittlerweile habe ich das quasi reduziert, bis ich mache es gar nicht mehr. Meine große Tochter ist so groß, die möchte es nicht mehr. Ja? Die möchte nicht mehr stattfinden. Und bei meiner Kleinen fühle ich mich einfach auch durch meine Recherchen, die ich so für Kinder digital begleiten mache, auch nicht mehr richtig sicher. Trotzdem würde ich nicht per se verurteilen, die Menschen, die ihre Kinder zeigen. Weil wenn man da mal eintaucht in das Thema, merkt man, dass viele auch einen Grund haben, warum sie das so machen, wie sie es machen. Na, verurteilen wieso nicht, sondern eher bewusst machen. Also ich glaube, so wie du jetzt gesagt hast, als du angefangen hast mit deinem Familienblog, hast du gar nicht nachgedacht, hast einfach diese Fotos gepostet, dann ist dir bewusst geworden, dass das vielleicht gar nicht so klug ist und oder nicht gut und dass du auch die Persönlichkeitsrechte deiner Kinder da nicht beachtest. Also ich glaube, das ist eben auch sowas, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass man denkt, das sind doch meine Kinder. Aber es sind eben Menschen, individuelle Menschen, die ihre Rechte haben, auch wenn sie noch klein sind, wenn sie noch jung sind. Und ich glaube, das ist auch sowas. Also wenn wir schon diesen jungen Menschen auch mit Respekt begegnen, dann ist das für das Verständnis und für das Verhältnis auch, glaube ich, unheimlich wichtig und gut. Also, weil ich glaube, wenn man, ich weiß noch, wir haben früher in der Familie so einen Familienrat gehabt. Dabei, ich war die Jüngste und ich war dann noch ganz klein, aber ich konnte auch immer sagen. Und das fand ich super. Also, dass manche Themen, die wurden einfach in diesem Familienrat besprochen. Natürlich haben meine Eltern dann letztendlich auch Entscheidungen treffen müssen und getroffen, aber trotzdem wurde unsere Meinung gehört. Und ja, wir super. Momente haben und einbringen und die haben dann durchaus auch Konsequenzen gehabt. Und das war für mich eine total gute Erfahrung, weil ich gemerkt habe, ja, das ich zähle auch. Also meine Meinung zählt auch, obwohl ich noch so klein bin. Und sowas kann ich mir auch gut vorstellen, dass das hilfreich ist. Und wenn man sich ernst genommen fühlt, schon als junger Mensch, das ist, glaube ich, gerade im Hinblick darauf auch ganz wichtig. Total, weil dann hat man auch diese Augenhöhe, die man sich eigentlich wünscht, wenn die Teenager werden. Ne? Und wenn die auch dann merken, okay, ich kann mit allen Themen zu meinen Eltern kommen, weil meine Eltern zum Beispiel auch wissen, was Cybergrooming ist oder weil sie wissen, was Cybermobbing ist, dann gehe ich auch vielleicht hin und sage, hey,
das und das ist mir passiert. Und am besten erzähle ich meinem Kind natürlich, bevor es diese Erfahrungen macht, von den Gefahren, mit denen es konfrontiert werden könnte. Ne? Heißt ja nicht, dass alle Kinder jetzt in Gefahr sind mit dem Handy, das dann natürlich überhaupt nicht, aber es besteht die Möglichkeit. Und wenn man die Kinder vorher aufklärt, dann merken die sich, ah, okay, meine Eltern haben Ahnung oder meine Mutter oder mein Vater und können dann daran anknüpfen, wenn mal wirklich was ist und sagen, Mama, du hast mir doch mal das und das gesagt, ich glaube, das ist mir jetzt passiert. Ja. Ja, und es soll ja überhaupt nicht Angst schüren. Also mit Angst wollen wir alle nicht unterwegs sein. Das ist ein schlechter Berater, aber eine gesunde Vorsicht, ein gesundes Misstrauen ist es wahrscheinlich auch. Und trotzdem gibt es ja ganz, ganz viele tolle Begegnungen und Dinge, die im Internet stattfinden, durch das Internet, auf Social-Media-Plattformen. Da ergeben sich ja auch tolle Kontakte. Das gibt es natürlich auch, aber trotzdem eben immer so ein gesundes Misstrauen ist nicht verkehrt. Und ich finde eben sehr, sehr gut, dass wir das bei GZSZ auch thematisieren, dieses Cyber-Grooming. Und ganz konkret, also das ist bei GZSZ immer wieder was Tolles, dass wir einfach Themen anpacken, die viele Menschen beschäftigen. Und dadurch, dass es bei uns in unserer Fernsehserie, in unserer Welt vorkommt, kann man merken, ah, okay, das sind Aspekte davon. Und ich muss sagen, also die Charlotte, die Johanna spielt, ich finde, sie macht das so fantastisch, dass man wirklich emotional da total mitgeht und mit ihr leidet. Also Hochachtung an Charlotte, da kommen auch noch ganz tolle weitere Folgen. Wir haben ja inzwischen schon 2 Monate weitergedreht und da ist wirklich sehr, sehr viel, sehr Emotionales, sehr Heftiges auch, aber also Chapeau an Charlotte. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man das glaubwürdig verkörpert, dass dann auch so eine Geschichte wirklich ankommt und dann eben auch jemand sich wiederentdecken kann, dem vielleicht so was Ähnliches passiert, damit man Mut fasst, dann auch etwas dagegen zu machen und sich seinen Eltern anzuvertrauen oder einer Freundin oder einem Freund und eben dann auch zur Polizei geht. Also es ist einfach, um das nochmal zu sagen, wir sind ja jetzt schon eine Weile hier am Reden, falls jemand noch dazugekommen ist, es ist einfach unheimlich wichtig, das anzuzeigen, Beweise zu sammeln, Screenshots zu machen und ja, dass man da wirklich auch eine Möglichkeit hat und hoffentlich dann den Täter findet, die Täterin. Das kann ja auch eine Frau sein oder ein Mann, aber auf jeden Fall, also dass da die Möglichkeit hoch ist. Wie ist das mit diesen Spielen, also Fortnite und sowas? Du hast vorhin gesagt, beim Handy, in welchem Alter sollte man ein Handy haben? Das ist wahrscheinlich, in welchem Alter sollte man erlauben, Fortnite zu spielen? Kommt auch aufs Kind an, total, wie weit es ist, ne? Total. Kann man auch nicht verlässlich sagen, ich habe auch schon gelesen, da fragen Leute auch nach Roblox oder nach Minecraft und so weiter. Aber es kommt echt total aufs Kind an. Ich würde wirklich, also 2 Tipps habe ich an der Stelle. Erstens, man kann sich für jedes Spiel eine pädagogische Empfehlung lesen oder anhören. Das geht auf der Website spieleratgeber-nrw.de. Das ist eine ganz tolle Seite, die zu allen Spielen pädagogische Beurteilungen abgibt. Und das ist super. Und das Zweite wäre dann tatsächlich, wenn man sagt, ah, okay, das kann ich mir für mein Kind vorstellen. Die schreiben das beim Spieleratgeber ganz nett, dass man dann sagt, und jetzt spiele ich erstmal selbst. Dass man versteht, und weil es kennt ja jeder sein eigenes Kind am besten. Und vielleicht habe ich ein sensibleres Kind. Und dann verkraftet, weiß ich, mein Kind verkraftet zum Beispiel schnelle Schnitte nicht oder emotionale Musik oder so auch. Ne? Also Spiele sind ja unterschiedlich aufgebaut. Und dann kann ich mir das angucken und dann selber entscheiden. Also deswegen würde ich mir immer, immer Hilfe da suchen beim Spieleratgeber. Gibt es übrigens auch für Serien, für Fernsehserien, für Kinderserien, gibt es dann, das ist die Seite flimmo.de. Da kann man auch, wenn es um Filme geht, zum Beispiel sich pädagogische Beurteilungen einholen. Also das Internet hat ganz tolle Sachen für uns Eltern parat, wie wir uns da weiterbilden können tatsächlich.
Und das, was du jetzt alles genannt hast, kann man das bei deiner Seite auch finden? Oder wie machen wir das? Schreiben wir das nochmal unter den Beitrag? Das könnten wir eigentlich machen. Das ist eine schöne Idee. Ich habe natürlich auf meinem Account Kinder digital begleiten. Den seht ihr vielleicht hier oben. Habe ich natürlich all diese Tipps. Ich mache regelmäßig Tipps, habe ich da natürlich drin. Aber ich hoffe, das klappt, dass wir das Video speichern. Und dann könnte ich das ja nochmal als Bildunterschrift einfügen, wo die Leute Infos finden. Ja, super. Ja. Damit man einfach nochmal nachlesen kann, was es alles für Möglichkeiten Ja. gibt. Nicht, dass das jetzt zu schnell durch ist. Ja, also ich lese hier auch, dass viele schreiben, klasse, dass GZSZ dieses Thema aufgreift. Ich finde das auch. Gerade dieses Cyber-Grooming-Thema, das ist auf einen Anstoß von meinem Kollegen Wolfgang Barrow tatsächlich Ach. gekommen, der den Joe Gerner spielt. Er hat in seinem Bekanntenkreis etwas erlebt, was ihn stutzig gemacht hat. Also wo auch eine sehr junge Frau sehr aufreizende Dinge gepostet hat. Und das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir das mal bei uns auch thematisieren. Und die Autoren haben dann natürlich eine Geschichte draus gemacht, die dann auch zu GZSZ passt und das tatsächlich aufgegriffen. Und auch gerade das Thema Homophobie ist ja bei uns auch im Moment bei Moritz Bode, bei der Rolle sehr, sehr präsent. Und auch da merkt man eben, wie wichtig das ist, das auch in unserer Serie mal zu zeigen. Und auch da, wie kann ich damit umgehen und wie schrecklich ist das? Und ja, auch was für Möglichkeiten da sind, füreinander einzustehen. Also das ist, ich glaube, bei Homophobie sicherlich noch mal ein bisschen stärker und anders, aber auch bei Cybergrooming, bei Cybermobbing ist ja unheimlich wichtig, dass man sich beisteht, also dass man eben nicht mitmacht oder schweigt. Ja. Also, wenn man das jetzt zum Beispiel mitbekommt, auch wenn Cybermobbing jetzt ein bisschen was anderes ist, aber einfach, dass man füreinander da ist und dann auch mal einsteht und auch mal den Mund aufmacht, ist sicherlich auch etwas, was toll wäre und was, ja, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen trauen muss, aber. Ja, Zivilcourage zeigen, ne? Ja. Ja. Ja, das ist ja letztendlich auch im Leben so, ne? Also, wenn man so durch die Stadt geht, Berlin ist groß und da erlebt man doch immer wieder auch Dinge. Ich fahre wirklich auch oder bin auch immer mit der S-Bahn gefahren, einfach um auch mitzubekommen, was los ist. Also wenn ich nur mit dem Auto unterwegs bin, dann kriege ich das gar nicht mit. Ich finde es ganz wichtig, dass man einfach auch so ein Bewusstsein dafür hat, was im Moment los ist in der Stadt und dann auch vielleicht aktiv wird. Ja. Ja. Die Betty hat mir gerade geschrieben, dass wir auch noch mal ein paar Fragen haben. Wir können ja mal noch zwei raussuchen, weil ich glaube, es sind sehr viele Fragen. Wir können es aber auch so machen, wenn es mir gelingt, dieses Video zu speichern, wovon wir jetzt mal ausgehen, dass die Leute dann auch gerne unter dem Video noch ihre Fragen schreiben und ich würde die dann morgen im Laufe des Tages beantworten. Kam jetzt mehrfach die Frage nach den GPS-Uhren, wie die sind. Also das sind so Uhren, die sind, also im Prinzip sind Smartwatches, die gibt es extra für Kinder. Und damit kann man die Kinder tracken, also wo sie, an welchem Ort sie gerade sind. Und Kinder können auch bei den meisten Smartwatches einen Anruf tätigen oder zwei und das sind dann Mutter oder Vater oder auch noch eine andere Bezugsperson, aber jetzt halt nicht, sonst nicht irgendwie telefonieren. Also ich finde die jetzt nicht per se schlecht, diese Smartwatches, vor allen Dingen, wenn die Kinder sagen, es gibt ihnen Sicherheit. Wenn es aber nur darum geht, das Kind zu kontrollieren, finde ich sie nicht gut, weil die Kontrolle nachhaltig einfach mehr kaputt macht, als dass sie hilft. Zwischen der Eltern-Kind-Beziehung. Aber wenn man jetzt sagt, okay, mein Kind fühlt sich sicherer auf dem Schulweg, dann würde ich sagen, einfach machen. Und das nächste ist, das Schlimme ist ja auch, so lautet der Kommentar, auch der Gruppenzwang unter den Jugendlichen. Da wird leider auch vieles verharmlost. Die Freunde haben einem gewissen Alter mehr Gewicht als wir Eltern. Ja, das stimmt. Dann ja, nochmal, wolltest du dazu noch? Ja, also nochmal zurück zu diesem
selbstbewusst machen. Also wie also gerade, ich erinnere mich, als ich 13, 14, 15 war, da fand ich mich ganz doof und habe ganz viel Bestätigung von meinen Freundinnen und Freunden gebraucht. Und wenn die was blöd fanden, fand ich es auch blöde. Wenn sie was gut fanden, habe ich mich da angeschlossen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder so meine eigene Meinung auch vertreten habe. Ich wollte nicht auffallen, ich wollte nicht rausstechen, wollte aber trotzdem, dass mich alle toll finden. Also das ist ja so ein blödes Alter eigentlich, was, was gerade, also da ist man ja wahnsinnig verletzlich und empfänglich für solche Dinge. Wie kann man da noch mehr das Selbstbewusstsein stärken? Tja, ich bin jetzt ja nun keine Kinderpsychologin, das wäre ich aber gerne. aber ich glaube, man muss, was wir machen können, ist, dass wir sagen, dass wir die Kinder in ihren Stärken stärken. Also das, was sie gut können, loben, herausarbeiten. Wenn sie ein Interesse haben, dass man nicht sagt, oh nein, also das machen wir auf gar keinen Fall, sondern dass man das Interesse versucht zu verstehen und das mitträgt. Ja, das vielleicht machen. Und was die Gefahren im Netz angeht in Bezug auf Selbstbewusstsein, weil man ist ja dann natürlich auch, wenn man jetzt unsicherer ist und vielleicht auch empfänglicher für Risiken im Netz, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass diese ganzen Themen viel mehr im schulischen Kontext angesprochen werden. Deswegen ist es auch so großartig, dass GZSZ jetzt das Thema Cybergrooming behandelt, weil es einfach viel zu viele Leute noch gibt, die das Wort zum Beispiel auch gar nicht kennen und auch Eltern. Und wäre das Thema aber in den Schulen, würden ab Klasse 5 spätestens gleichermaßen alle Kinder erreicht werden und jedes Kind könnte sich dann in der Situation behaupten, weil es Tools und Kniffe kennt und egal welchen Charakter es hat, egal in welcher Lebensphase es gerade selbst ist, wenn es Selbstzweifel hat, fällt dann vielleicht nicht auf den Täter rein. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Das passiert aber leider in Deutschland nicht flächendeckend, ja. Es gibt, ich war eine ganze Zeit lang auch Schirmherrin von einem Verein und die haben die Jugendnotmail. Das auch, vielleicht kann man das mal, du kennst die. Das finde ich auch eine total gute Sache. Da kann man nämlich anonym hinschreiben, Kinder, Jugendliche, die schreiben eine E-Mail dahin und sagen, ich habe da eine Frage, ich habe da ein Problem. Und da sind Psychologinnen, Psychologen, die das dann beantworten. Und da kriegt man auch, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall eine Antwort, was ja auch manchmal wichtig ist, weil das drängt ja dann. Also es ist ja, oftmals geht es wirklich darum, ganz, ganz schnell irgendwie mal einen Rat zu bekommen. Manchmal wird das dann noch weiter sortiert und vielleicht noch woanders hin verwiesen, aber man bekommt auf jeden Fall Antwort. Also die Jugendnotmail ist auch auf jeden Fall etwas, an die kann man sich wenden und bekommt ganz schnell Antwort. Und es ist eben auch im Internet, also da, wo wir uns sowieso alle bewegen und schnell eine E-Mail geschrieben. Und das kann auch helfen. Und für alle, die keine E-Mail haben, gibt es, wie gesagt, die Nummer gegen Kummer oder auch krisenchat.de. Da läuft es zum Beispiel über WhatsApp auch. Und Nummer gegen Kummer, was machen die? Die bieten es nur telefonisch an und haben für Kinder leider auch nur eingeschränkte Anrufzeiten. Also das läuft nicht 24 Stunden rund um die Uhr leider. Ja, das ist so ein bisschen schade, aber bei Krisenchat zum Beispiel, das ist ja erst in der Pandemie, wurde das erst eröffnet. Also krisenchat.de ist zum Beispiel 24/7, auch am Wochenende. Ist da jemand da, auch via WhatsApp? Und das finde ich für Kinder auch toll, weil WhatsApp haben die in der Regel, ne? Auf jeden Fall, ja. Wie ist denn das? Also das ist ja strafbar. Also wenn... Ja. Ab wann ist es strafbar, wenn jemand Kontakt aufnimmt und ein unmoralisches Angebot macht? Oder kannst du das ein bisschen genauer noch erklären? Weißt du das? Also es ist tatsächlich so, dass seit Januar auch der bloße Versuch strafbar ist. Also nicht nur, wenn ich diese Tat begangen habe, wenn ich ein Kind dazu gedrängt habe, oben ohne Fotos oder Nacktfotos oder zu schicken, sondern auch wenn ich es versuche oder... Wenn zum Beispiel ein Polizist recherchiert, um Täter ausfindig zu machen, so arbeitet ja die Polizei, die gucken sich natürlich auch an,
wer chattet da mit welchem Kind und loggen sich als Fake-Account ein. Selbst wenn ein Cyber-Groomer mit einem Polizisten anchatten würde, auch das wäre strafbar. Das wurde Gott sei Dank dieses oder letztes Jahr geändert, auf jeden Fall relativ kurz noch. Mhm. Ja. Mhm. Und was ja auch total wichtig ist, immer anzeigen, vielleicht auch so ein Versuch allein, weil die Täter könnten ja dann jemand anderen auch anschreiben und es nochmal machen. Also selbst wenn man selber sagt, okay, es ist jetzt vorbei, ich will davon nichts mehr wissen, wäre es wichtig, eine Anzeige zu machen, damit das nicht jemand anderem auch noch passiert. Sehr, sehr wichtig. Eine Zahl vielleicht an der Stelle: im Zuge der Pandemie sind die Zahlen beim Cybergrooming 2020 um 50% gestiegen. Das sind die Anzeigen, die sind in der polizeilichen Kriminalstatistik vermerkt, um 50%. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, das sind nur die Anzeigen. Mhm. In der Regel, die meisten Fälle werden sich im Dunkelfeld abspielen, die kommen erst gar nicht zur Anzeige. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Es schützt nicht nur das eigene Kind. Im Zweifel kann eine Anzeige viele, viele Kinder schützen. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn das ein Mitschüler ist, also der ist selber noch minderjährig, vielleicht verkauft das gar nicht, aber trotzdem missbraucht er es in irgendeiner Art und Weise. Gibt es da auch, weißt du, ob es da auch irgendwie Möglichkeiten gibt, da was zu tun? Also rechtlich weiß ich nicht, wie es ist, wenn die Täter unter 18 sind. Da wird ein anderes Strafrecht im Zweifel gelten, aber ich bin keine Juristin. Es ist aber tatsächlich schon auch so, dass viele Täter jünger sind, wenn man sich jetzt die polizeiliche Kriminalstatistik anguckt, als man denkt. Man hat immer so das Bild vom bösen alten Täter, männlich, aber ganz so, laut Statistik zumindest, ist das nicht. Also da gibt es durchaus auch jüngere Täter. Ich sage Täter und nicht TäterInnen, weil es 95% männliche Personen sind. Okay, ja. Und wenn man jetzt in Kontakt kommt und jemand schreibt einen an und sagt, boah, du hast ja so schöne Fotos und toll, und woran kann man merken, dass das vielleicht in eine falsche Richtung geht? Also ich glaube, wenn jemand dann so fordernd wird oder plötzlich gar nicht mehr so nett, sondern irgendwie plötzlich sagt, Mensch, stell dich nicht so an, das ist auf jeden Fall sicher ein starkes Indiz, dass da was nicht richtig läuft. Manchmal fühlt man es auch. Auch manchmal fühlen es Kinder auch, dass sie ein Bauchgefühl haben und merken, da geht was in die falsche Richtung. Manchmal ist aber auch ein Anzeichen, dass die Täter versuchen, die Plattform zu wechseln. Also ein Beispiel. Mein Kind spielt ein Online-Spiel und hat da total netten Kontakt mit einem fremden Mitspieler. Und jetzt sagt der fremde Mitspieler: Hast du eigentlich auch WhatsApp oder hast du eigentlich auch Instagram? Dann macht das dieser Täter, weil er die Plattform wechseln möchte. Warum möchte er das? Weil in den Online-Spielen kann man keine Fotos tauschen. Das heißt, sobald es diesen Versuch gibt des Plattformwechsels, oder aber auch, gib doch mal deine WhatsApp-Nummer, ne? Also solche Daten, ist es im Prinzip, dass man auch sagen kann, ja, das geht jetzt in die falsche Richtung, da sollte das Kind den Kontakt auch sofort abbrechen, ja. Und sowieso wahrscheinlich einfach auch erstmal nochmal hinterfragen, also selbst wenn jemand sagt, ja, komm, das machen wir, das ist doch so, dass man erstmal denkt, warum eigentlich? Also, genau. Was ist jetzt daran der Vorteil, wenn wir jetzt... Richtig. Weiter chatten. Genau. Wir können ja doch auch hier im Spiel chatten. Wir müssen nicht bei WhatsApp uns austauschen. Also, ne, das ist oft so ein ganz guter Hinweis. Aber natürlich nicht immer, weil die Mechanismen sind ganz, ganz unterschiedlich. Weißt du, manche geben sich als irgendwelche Model-Scouts aus und versprechen Kindern was, als Caster, als Fußball-Coaches oder, ne, also die sagen, sie würden für irgendeinen Verein Kinder quasi suchen und so weiter. Das sind so viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen, das Wichtigste ist, dass man immer vorsichtig ist, und wenn es sich komisch anfühlt, dass die Kinder sich ihren Eltern anvertrauen, dass die Kinder auch sagen, wenn du ein komisches Gefühl hast, egal was es ist, komm zu mir, wir nehmen dir nicht dein Handy weg, aber lass uns da im Austausch bleiben.
Ja, ich gucke hier gerade, was noch für Fragen sind. Hast du da noch was? Ich gucke auch mal. Hier ist noch was zum Thema Kinderfotos, aber das hatten wir ja auch, das Genau, hatten also wir ja auch schon besprochen. überlegen, ob man aus dem Familienurlaub ein Foto mit seinen Kindern postet am Strand, eben vielleicht besser nicht. Schön, dass so viel gutes Echo kommt. Ich kann nicht alles lesen, es geht sehr, sehr schnell. Das Geht ist sehr super. schnell, ja. Ich scroll noch einmal nach unten. Vielleicht können wir noch eine Frage rauspicken. Hier schreibt auch eine, Charlotte hat es so toll gespielt. Doch, hat sie wirklich, macht sie ganz toll. Ja. Charlotte ist jetzt seit 6 Jahren bei uns, also spielt die Johanna, meine Filmtochter, schon 6 Jahre und das ist so Wahnsinn, wie sie sich entwickelt hat, wie sie größer geworden ist und wie verbunden wir jetzt auch sind. Und Schön. natürlich ist das auch wichtig, dass man dann auch so eine Geschichte gut spielen kann, weil wir ja auch Szenen haben. Also auch heute war ja so eine Szene, wo Katrin es dann schafft, an Johanna ranzukommen und sie so weit zu bringen, ihr zu vertrauen und ihr Handy zu geben, damit sie dann eben die ersten Schritte einleiten kann. Und das ist toll, dass wir eben uns auch so nah sind, Charlotte und auch Wolfgang. Ja, Charlotte sagt immer, wir sind so ein bisschen die zweiten Eltern, weil wir eben schon so Wie lange mit. schön. Aber gerade für so eine Geschichte ist das natürlich besonders wichtig, dass man dann auch vor der Kamera so das Vertrauen hat. Hast du Ja. noch eine Frage gefunden? Ich habe keine Frage mehr gefunden, nur ganz, ganz viel Lob an das Thema, auch an GZSZ, dass Cybergrooming angesprochen wird. Ein Kommentar kam noch, dass es auch im März ganz groß bei RTL war. Das stimmt, die Sendung hieß Angriff auf unsere Kinder, war über mehrere Tage großes Thema, kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe es bei TV Now geguckt, vielleicht gibt es das da noch. Das ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, wenn man sich für das Thema Cybergrooming interessiert. Ja, und die Geschichte geht natürlich weiter bei GZSZ. Ja, also zu sagen, das wird noch spannend, wird dem natürlich nicht gerecht, weil es ist ein ganz wichtiges und heftiges Thema und sehr, sehr traurig, das auch zu sehen. Aber ich glaube, es lohnt sich, da weiter zu gucken, um einfach auch zu sehen, was kann man tun, was sollte man vielleicht nicht tun. Und wie gesagt, es ist immer noch eine Fernsehserie. Wir erzählen eine Geschichte, aber ich finde es einfach toll, dass wir es immer wieder schaffen bei GZSZ, also die Autorinnen und Autoren, was die sich ausdenken, die Producerinnen, was für Themen wir auch wirklich in der Serie haben und dadurch einfach Denkanstöße geben. Und so für mich auch als Schauspielerin. Also als ich gesehen habe, dieses Thema kommt jetzt, dann habe ich natürlich mich da auch mehr damit beschäftigt und ich bin sehr froh und ich freue mich total, Leonie, dass wir heute geredet haben. Ganz, ganz toll, was du alles auch an Input gebracht hast, was du weißt. Also ich werde auf jeden Fall bei Kinder digital begleiten, immer wieder vorbeigucken. Toll, dein Engagement und ganz, ganz wichtig, dass wir da dranbleiben. Und hoffentlich können wir das speichern Ja, und. das versuche ich jetzt dann mal. Okay. Vielen Genau. Dank, Ulrike. Es war sehr kurzweilig mit dir und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch, trotz diesem Kein heiklen einfaches Thema. Spaß gemacht und es war ganz, ganz informativ, aber auch ganz schön. Leonie, wir sehen uns wieder und vielen, vielen Dank für heute. Guckt weiter Gerne. die Geschichten und ja, wir machen sowas bestimmt mal wieder. Genau. Und ich Tschüss. weiß nicht, wie ich jetzt hier rauskomme. Ich mache einfach, du machst gar nichts und ich mach's aus. Das ist super. Vielen Dank. Tschüss. Danke euch fürs Zugucken.